Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Zu Ostern backen wir jetzt Ostereier aus süßem Hefeteig, die wir uns noch mit einer Vanillecreme füllen. Ich gebe dazu 130 Gramm Milch in die Küchenmaschine. Dann habe ich hier noch 300 Gramm Weißmehl, 550er, 50 Gramm Butter, 40 Gramm Quark, 10 Gramm Hefe, 6 Gramm Salz, 20 Gramm Hello Sweetie, alternativ Kristallzucker und optional noch 20 Gramm Sauerteig. Gebe ich gleich alles auf einmal rein, da mache ich gar nicht lange. Küchenmaschine starten auf kleiner Stufe und dann das Tempo erhöhen. Parallel dazu koche ich mir eine Vanillecreme. Dazu Kochtopf, 500 Gramm Milch, so einen Schluck hier noch drin lassen, 50 Gramm Hello Sweetie mit dazu, eine Vanilleschote halbieren und auskratzen, auf den Kocher setzen, zum Kochen bringen, separate Schüssel, Milch dazugeben, zwei Eigelb und hier habe ich 25 Gramm Stärke, 15 Gramm Maisstärke, 10 Gramm Weizenstärke. Das ist für mich das perfekte Verhältnis, wenn ich eine Creme koche, alles mit dazu und glatt rühren. Milch kocht, Temperatur zurück, Eigelbmasse mit dazu und alles aufrühren und noch einmal aufkochen. Richtig gut abkochen, bis das Ganze schön bindet und vom Herd nehmen. Alles durch ein Sieb gießen, mit einer Folie zudecken, direkt auf die Creme runter und im Kühlschrank auskühlen lassen. Unser Hefeteig ist fertig, der ist noch nicht ganz perfekt ausgeknetet, macht aber nichts. Den lege ich mir auf den Tisch, zudecken. Den Rest machen wir mit Stretchen und Falten. Das heißt, mal eine halbe Stunde gehen lassen, dann nochmal schön aufwirken und dann haben wir das Klebergerüst auch perfekt ausgebildet. Nach 30 Minuten Stretchen und Falten, dazu einfach hier kräftig auf die Tischplatte schlagen und der Teig wird dadurch wunderbar glatt, kommt eine schöne Struktur. Wunderbar. Zudecken und weitergehen lassen. Der Teig ist ready nach 2 Stunden Gehzeit. 90 Minuten bis 2 Stunden, je nach Raumtemperatur. Dann Stücke zu 70 Gramm portionieren. Dann rundformen, da braucht es gar kein Mehl oder wenn dann nur ganz wenig. Dann die erste Kugel nehmen und so links und rechts etwas abdrücken und flach drücken. Dann bekomme ich eine Eierform. Seitlich etwas Druck geben, flach drücken. Dann nehme ich einen Ausstecher für unser Eigelb und steche mir das direkt ganz raus. Zack. Und dann auf ein Backblech legen. Dann die Resten ganz dünn auswallen. Ausstechen mit dem gleichen Ausstecher und dann hier in den Boden wieder reinlegen. Sonst läuft uns dann die Creme raus. So einfach den Boden wieder etwas reindrücken. Aus dem Resten hier gibt es sogar noch mal ein Stück. Noch etwas Platz machen. Da sieht man jeweils, die Struktur ist nicht mehr ganz so glatt, weil es leicht zäher wird, aber so kannst du alles aufbrauchen. Dann mit einem Ei bestreichen. So, Vanillecreme zum Kühlschrank rausnehmen und aufrühren. Die Vanillecreme geht mir immer besser, von 500 Gramm Milch abzukochen, ist aber jetzt zu viel für dieses Rezept. Du bräuchtest die doppelte Menge Teig. Habe bewusst aber nur die Hälfte gemacht, sonst hätte ich hier sehr, sehr viele, die ich dir zeigen müsste. Und fürs Video habe ich es runtergebrochen. Fürs Rezept, das stimmt, doppelte Menge Teig oder nur die Hälfte Creme machen. Und jetzt hier einfach die Lücke schön auffüllen, leicht nach oben ziehen, stoppen, fertig. So, die Dinger noch einmal 40 bis 50 Minuten gehen lassen. Ofen in der Zwischenzeit auf 220 Grad vorheizen. Zweiter Anstrich mit Ei vor dem Backen. Die sind jetzt schön aufgegangen, schön in die Höhe geschossen. Dann noch etwas Hagelzucker.
und bei 220 Grad Ober-Unterhitze backen. Nach 10 bis 12 Minuten sind die Dinge auch schon gebacken, relativ heiß, dafür nur eine kurze Backzeit, dann sind die schön saftig und haben eine wunderschöne Farbe. Sie sind noch warm, aber wir brechen gleich eins auseinander und schau mal, wie schön fluffig das Ganze ist. Schön wattig, richtig toll. Die Creme noch leicht feucht, Vanille strömt in die Nase. Dann so ein luftiges Brötchen mit der Vanillecreme, dann die Süße vom Hagelzucker. Da kann man nicht so viel falsch machen mit so einem Gebäck. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Unbedingt nachmachen, Kommentar da lassen. Ich bin auf deine Rückmeldung gespannt. Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.